Nein. Ja, es ist schwer, doch es muss sein. 2 Tage schon. Wie kannst du nur tatenlos rumstehen? Das hat er nicht verdient. Ich werde ihn da rausholen. Wenn ein Träger die letzte Schwelle erreicht, kommt äußerst selten vor. Sie ist sehr gefährlich. Selbstverständlich sollte er schleunigst isoliert werden. Der Orden hat spezielle Einrichtungen. Ihr wollt ihn wegsperren? Weißt du, wozu dein Bruder fähig ist? Er wird noch viel Schlimmeres anrichten. Hey, er ist nur ein Kind. Das ist nicht seine Schuld. Je mehr ihr ihm wehtut, desto mehr Ratten wird es geben. Und noch mehr Menschen werden sterben. Und genau deshalb müssen wir ihn von hier wegbringen. Während seine Tage sich dem Ende neigen, wird seine Macht stärker. Magister, bitte. Was meint ihr? Amicia, Hugo ist verdammt. Die letzte Schwelle bedeutet den Tod für den Träger. Nein. Nein, da muss ein Ausweg sein. Lukas wollte... Dein Freund verschaffte euch Zeit, als dein Bruder die erste Schwelle erreichte. Aber das hier ist etwas völlig anderes. Als ob. Nichts kann es aufhalten. Kein Elixier, kein Trank. Wartet, da ist eine Insel. Er erwähnt immer diese Insel. Vielleicht steckt die Makula dahinter. Das sind kindische Träumereien. Und was haben diese kindischen Träumereien an der Wand eures Labors verloren? Ja, was ist dort? Armes Mädchen, du flüchtest vor der Realität. Akzeptiere dein Schicksal und das deines Bruders. Das Schicksal einer Beschützerin ist es, dem Orden Folge zu leisten. Euer blöder Orden ist mir völlig egal. Ich kenne euch nicht und ich arbeite auch nicht für euch. Lasst mich zu ihm. Hugo schläft, Amicia. Du bist zu aufgeregt, um bei ihm zu sein. Lasst mich durch! Erst wenn du dich beruhigt hast. Oh oh. Du hast es selbst gesagt, die Makula nährt sich von seinen Gefühlen. Hört zu, wir werden, sobald es uns möglich ist, zum Ordensquartier in Marseille aufbrechen. Ich habe Boot und Mann. Joseph, er wartet am Hafen und er muss gewarnt werden. Was mich betrifft, ich werde mich ausruhen. Gebt Bescheid, wenn ihr soweit seid. Ich hoffe, du stirbst. Viel Spaß, Lukas, Baby. Bitte geh zum Hafen und finde diesen Joseph. Ja, Magistra. Amicia, du kommst mit. Weil du es allein nicht kannst, ne, du Lappen. Amicia dreht wieder durch. Passt auf. Ihr beide. Weißt du was, du kannst mich mal. Du bist eh nur an Hugos Hintern interessiert. Oh, ich hasse gerade alle. Hallo, Tani. Nee, wir haben gerade angefangen. Also. Geht's dir gut? Ja, mir geht's. Nein. Doch. Wusstest du das mit Hugo? Ich wollte es dir erzählen, aber... Es wäre besser gewesen. Wir reden von meinem Bruder, Lukas. Ich wusste nicht, dass Magister Vaudeur es dir so sagt. Gott, das ist so... Gehen wir weiter. Ja. Ja. Also, was gerade passiert ist, uns wurde gesagt, dass unser Bruder sterben wird. Und deswegen sollen wir weg, weil er an Macht gewinnt, während er am Sterben ist. Ja, jetzt sollen wir irgendeinen Josef am Hafen finden. Das ist gerade passiert. Und Amicia ist natürlich nicht im News, ne? Der Magister lebt leider immer noch. Boah, ich liebe sowas. Oh, ich liebe das so sehr. Ich liebe so düster. Und, oh, guck mal, der Mond und dann dieses Mondlicht auf den... Boah, das sieht alles so schön aus. Boah. Boah. Ey, selbst dieser Efeu an dem Turm-Dings da, ne? Sieht voll geil aus. Foto. Wie denn? Also von was denn? Irgendwie, es fehlt so dieses eine krasse Ding da. Ich dachte, es nervt euch voll. Boah, das sieht ja noch krasser aus. Und wer greift uns diesmal an? Ich habe übrigens einen riesen... Ich habe einen riesen Kritikpunkt. Ich finde momentan ist zu viel Action. Hergehört! Der Graf von Arl hat eine Ausgangssperre verhängt. Alle Einwohner müssen zu Hause bleiben. Eine Patrouille. Was ist los? In der Stadt herrscht Ausgangssperre. Wer draußen bleibt, wird festgenommen.
Als Wörterbuch. Sie sperren die ganze Stadt ab. Denk an das gesperrte Viertel. Die wollen doch nicht die ganze Stadt säubern, oder? Ich weiß es nicht. Wir müssen schnell zum Boot. Also mir fehlt da, also bei 1 war halt so, bevor die Leute kamen, bist du noch so ein bisschen so die Stadt entlang gelaufen und dann irgendwann kamen sie. Jetzt ist das Gefühl so von einem zum nächsten. Das ist gerade noch ein bisschen mein Kritikpunkt, aber ich habe die Hoffnung, wenn halt das Kapitel zu Ende ist, wo wir hier sind, dass es dann wieder mit Hugo ein bisschen mehr Geschwisterliebe ist. Geschwisterliebe. Die ganze Stadt säubern. Berlin machen so dreckig, wie es dort immer ist. Ja, und Pipi. Also Berlin, also zumindest Friedrichshain. Kein Grund zur Panik! Doch! Die Armee der Provence hat die Lage unter Kontrolle! Ja, und jetzt erzähl ihnen, was das bedeutet. Die brauchen auf jeden Fall ein Raumspray gegen ihren Pipi-Geruch. Oh. Mann, und das ist das, was ich meine. Mir fehlt es halt, hier rumzulaufen, weil es so schön ist. Ich bin da, immer nur am Rennen. Der Wachturm dort hinten, er führt uns zum Hafen. Bereit machen, Männer. Wir bringen die Fracht bald zu den Docks. Zu den Docks? Da wollen wir doch auch hin, oder? Zu den Hunden? Die Käfige auf dem Karren. Das sind Leichen aus der Arena. Da bringen sie sie also hin. Den Blick auf sein Bart zum Westflug. Who let the dogs out? Dankeschön, awesome Video. Und dann wird's Dankeschön. Die Alerts kommen später wieder, ne? Ich habe nur auf Pause gedrückt. Die Luft in Berlin ist so schlimm, die verkaufen sich schon, um sie loszuwerden. Puh. Dankeschön, sie so für die 100 Bits. So, Ted, wir müssen jetzt weitermachen. Wir müssen Leben retten. Amicia. Und Leben nehmen. Wenn wir da sind, dann hältst du dich mit der Schleuder zurück, ja? Natürlich. Nicht wie in der Schleuder. Ja, natürlich halte ich mich zurück. Keine Soldaten mehr. Richtig, keine ja klar. Sorge. Ich habe dich verstanden. Ja, ja, also niemand mehr. Mir fällt schon was ein. Ja, ja. Also, jetzt kommt Pazifismus. Also, ja, ja. Boah, das ist alles so schön. Ich will von allem Fotos machen. Ich liebe dieses dreckige, dunkle, düstere, schöne, gewittrige. Ich liebe alles daran. Hallo. Da wären wir. Gut. So, wo ist mein Schleuder? Vielleicht war das auch storytechnisch, dass ich so viele Leute töten musste. Vielleicht wird es jetzt wirklich ruhiger. Ich habe echt die Hoffnung, dass es ein bisschen ruhiger wird. Nur so ein bisschen. Wir werden keinen stehen lassen, genau wie du es willst, richtig. Also bekommen wir die Armbrust. Ja. Du wolltest, dass ich Magister Vaudin nach der Insel frage. Wegen des Gemäldes in der Loge. Was hat er gesagt? Dass es nur ein Symbol sei. Und für ein was? Ein Symbol mit zwei Gipfeln? Wie in Hugos Traum? Ich weiß. Die Insel, das Erwachen der Makula, der Orden, das ist zu viel. Schön, dass du es auch so siehst. Es hilft mir, mich nicht so allein zu fühlen. Bist du nicht. Ich bin hier. Chat, sind das eigentlich zwei Gipfel? Zu früh? Nein, das war passend. Ist hier bei wegen, das sind zwei Türme. Hä, aber es ist doch nur ein Turm. Nee, das sind zwei Türme. Hä, wie, das sind zwei Türme? So. Plopp. Oh, wie hübsch. Es tut mir leid, Amicia. Wegen Hugo. Er ist noch nicht tot. Alles klar. Und vergiss nicht, wenn wir keinen töten, wird uns keiner töten. Verstehe. Keine Toten, keine Probleme. So funktioniert Suchen das nicht. Suchen wir das Boot. Also so funktioniert das aber echt nicht. So stillgestanden komisch aus. Aber hey. Und dankeschön, Sisu, für die 100 Bits. Dankeschön. Mann, es ist so schön! Oh, diese Rabe. Da wären wir. Okay, kein Foto. Wo ist unser Boot? Rot-weißes Segel. Da vorn. Es ist noch da. Zum Glück. Unser Lotse hoffentlich auch. Ja, stimmt. Ich muss da lang. Da sind Lampen.
Sie sieht so schön aus. Ich nehme sie mit. Für Hugo. Das müsste Enzian sein. Der wird ihm gefallen. Ich würde ihm gern so viel mehr bieten. Er liebt alles, was von dir kommt. Da wäre ich nicht so sicher. Chat und jetzt alle blau, blau, blau. Warte, wo ist der? Hier. Laut Plinius dem Älteren, Älteren, oder? Stammt der Name dieser Pflanze ursprünglich von... Warte, von... Nee, Mann, jetzt scroll doch nicht einfach. Von Gentios ab, dem letzten illyrischen König, der ihre besondere Heilwirkung bei der Reinigung seiner Wunden bezeugte. Die Wurzeln einiger Arten dieser aus den Alpen stammenden Pflanze werden zu einem süß-sauren Likör verarbeitet, der wegen seiner reinigenden und belebenden Wirkung als Aperitif getrunken wird. Als Königin der Berge steht ihre leuchtende, kräftige Farbe für Kummer und Schmerz. Wer einen Enzianstrauß verschenkt, drückt damit eindeutig seine Verachtung aus. Was kann die arme Blume dafür? Die ist hübsch. Also nicht so hübsch wie Lilien oder Kirschblüten und so, aber hübsch ist sie trotzdem. Die Körperverachtung steht im Zusammenhang nicht. Ja, es versteht kein Mensch. Das ist also totaler Bullshit. Bullshit. Oh, ich dachte, da wäre gut. Da ist ein Fisch. Ah, nee, zwei Fisch. Da ist zwei Fisch. Blau. Nein! Und auch nicht himmelblau hier. Bei Himmelblau muss ich immer... Unser Himmel ist blau. Und der Rest deines Lebens liegt vor dir. Du weißt ganz genau. Ich das geht nie so. Na los, ihr solltet schon längst am Tor sein. Da sind sie. Komm weiter, leise. Lass mich in Frieden. Diese Krüge dürfen nicht kaputt gehen. Der Stadt bleibt nicht viel Zeit. Die Stadt braucht unbeschädigte Krüge. Beruhig dich. Genug diskutiert, Soldaten. Bewegung, los! Was machen die da? Nichts Gutes, würde ich sagen. Wir sollten Krüge einfach hier verschwinden. Der Vorfall in Guyenne soll dort nichts als Massengräber hinterlassen haben. Ja, und bald landet ihr auch in einem. Ja, ihr könnt doch einfach aus der Flasche trinken. Was ist denn mit euch? Hä? Ein Eimer, mehrere, zweimal. Ja, ein Fisch. Diese Ausgangssperre wird sie alle umbringen. Ein Fischer. Ja. Das wird schrecklich. Ein Festmahl für die Ratten. Wieso haben wir jetzt eine Blume der Verachtung im Haar? Öffnet das Tor! Geht in Stellung! Das ist so schön. Oh, ich hab so Bock, Witcher 3 zu spielen. Ihr wisst, was zu tun ist? Ihr passt auf die Gefäße auf, bis wir auf der anderen Seite sind. Unser Leben hängt davon ab. Da sind Ablenkungsdinge. Sieh dir die Mauer an. Ja, die haben sie schnell hochgezogen. Sie versperrt uns den Weg zum Boot. Gehen wir näher ran. Jetzt warte, ich muss erstmal looten, ja? Jetzt bitte keinen Stress. Ich habe einen Schwefel in einer ganzen Kiste gefunden. Wow. Ohne Loot kein Mut. Ja. Ja. Ted, ihr wisst, wir werden sterben. Ich bin noch überhaupt nicht drin. Und die haben alle Helme auf und es gibt keine Ratten. Das heißt, ich kann die echt nicht töten. Oh. Ja, geil. Muss ich da... Oh Gott. Ich will da nicht runter, das heißt, ich muss sneaken. Ich kann nicht sneaken. Ich bin so scheiße im Sneaken. Kein King-Shaming. Auf zum Tor. Jo. Gar kein Problem. Ist da oben auch? Ich weiß es nicht. So, wo geht ihr denn hin? Bitte, Helm. Wir müssen uns vorbeischleichen. Ob es einen seitlichen Weg um das Tor gibt? Was befindet sich wohl dahinter? Sehr bald wissen wir es. Danke, Amicia, das habe ich schon mal gesagt. Glaubst du, dieses Mal schaffen sie es? Ich glaube gar nichts. Ich weiß nur, dass aus der Stadt immer mehr Leichen kommen. Auch von unseren Leuten. Ich hätte meine Mutter noch mal besuchen sollen. Beten. Mehr bleibt uns nicht. Nicht gerade viel. Kann ich davor? Weil der bleibt da, glaube ich, stehen. Bei dem weiß ich's nicht. Geht er jetzt einfach wieder zurück oder was macht er da? Ja.
Okay, das heißt, ich kann davor auf jeden Fall. Katapult los. Katapult, flieg und sieg. Ich hab seine Mutter besucht, der geht's gut. Wow, kein King-Shaming. So, hier dürfte ja überhaupt nichts passieren. Also überhaupt nichts dürfte hier passieren. Okay, ich weiß, was ich machen soll. Ich werf mal einen Stein. Ha! Was ist das für ein Lärm? Ha! Geh dahin jetzt. Ich glaube, ich habe was gehört. Falscher Alarm. Alles sauber. Uiuiui. Ich sehe, nee, das waren, glaube ich, auch so blöde Kisten. Ich habe auch die Befürchtung, dass ich da eh runter muss. Also ich habe wirklich, ich habe legit die Befürchtung, dass ich da sogar hin muss. Hier geht's ja nirgendwo hin. Also, hat gut geklappt, war der falsche Weg, aber hey, sowas kann passieren, nicht wahr? Warte, ich müsste ja jetzt einfach hier runterspringen können. Das war doch Loot. Wir haben ihn. Geschafft, geschafft. Naja. Wo muss ich denn hin? Warte, was ist meine Aufgabe? Erreiche das Boot. Da führt ja kein Weg raus, oder? Muss ich bei ihm... Oh Gott, ich muss nicht bei ihm vorbei, oder? Da ist doch kein Weg. Oh Gott, sie atmet schon wieder so schwer. Schon wieder? Die atmet immer so schwer, wenn da jemand im Weg ist. Ich will jetzt endlich wissen, was hier los ist. Da, Eindringlinge! Hä, warum? Sie haben uns! Oh. Ich hab's gefunden. Und jetzt schneller! Eindringlinge! Hä, wo war der? Wo kommt der denn her? Ich habe ihm nichts getan. Also das muss man mir zugute halten. Ich habe ja gar nichts gemacht. Zur Hölle. Sie sind... Ihr gehört mir. Oh nein. Das war's, ihr Bastard. Ihr Armleuchter. Sie sehen uns. Ja, jetzt renn doch mal. Also ich glaube, ich mag den pazifistischen Weg nicht so. Das war gemein. Ich habe doch versucht, dich auszulaufen. Da hinten, ihr gehört mir. Ich krieg Wir ja wurden weg. Entdeckt. Ach echt? Wirklich? Oder ist Loot? Seid ihr ja! Verdammt! Oder ich hab den Bräutler. Ich glaube, da brauche ich. Das ist aber eine gute. Warte mal, ich muss mal kurz die Schleuder auswählen. Spielstopp! Schneller! Jetzt hau ab, du Pennerer! Komm, jetzt müssen wir es zeitlich aber schaffen. Hier durch. Ja. Puh. Easy. War doch easy, oder? Also. Oh, oh.
Nachtiger geht nicht! Oh, nein, Gott. So langweilig sonst. Das sieht aus wie ein Schlachtfeld. Was ist hier passiert? Keine Ahnung. Folgen wir dem Wagen. Ich glaube, hier kommen Ratten. Die Augen offen halten. Ich glaube, hier kommen Ratten. Easy, ja, Scheiße. Easy. Und ich habe, also, verdammt. Ich musste halt ein bisschen länger rumlaufen, weil ich habe ja Loot übersehen. Ich weiß, was hier geschehen ist. Sie machen wieder genau den gleichen Fehler. Um Himmels Willen, tut doch was! Er steckt fest! Helft uns! That's what he said. Nein, nein, nein! Sie kommen! Ja, war klar. Anschieben. Sie müssen sich beruhigen. Ich fürchte, es ist zu spät. Sie nicht weitergehen, Amicia! Oh Gott! Ich war's nicht. Das darf nicht sein. Ich war's nicht. Es sind so viele. Wie sollen wir da durch? Irgendeine Idee? Die Flüssigkeit auf dem Boden ist aus den Gefäßen. Das ist Teer. Und der brennt wie Zunder. Los, versuch ihn anzuzünden. Ja, ja, versuchen wir's. Das hätte ich nicht erwartet. Sie auch nicht. Pass auf mit den Flammen. Also es brennt aber weit. Ich dachte, ich muss den Flammen hinterherlaufen. Die Ratten waren in Teil 1 auch entspannt. Das Feuerbecken. Ja, bis aufs Ende dann, als sie zu diesem Turm wurden. Das. Ach, das Feuerbecken. Stupefacio, warum? Wo wollen wir denn hin? Können wir uns erst über... Ach nee, die Kiste ist schon gelootet. Das ist alles falsch. Ich hoffe, in Marseille ist es besser. Bis die Ratten einmarschieren. Amicia, der Orden hat sicher spezielle Einrichtungen in Marseille. Ausrüstung und Leute. Leute wie Vaudin? Wie soll das bitte enden? Hier bleiben ist der Sicht. Weiter geht's nicht. Ich hab sie unterbrochen, es tut mir leid. Josephs Boot. Wir kommen näher. Der Bosskampf, nee, davor noch, als man, also da musste man dann irgendwelche, ich glaube, da war man auch mit Lucas unterwegs, kann das sein? Ich glaube, Hugo war da zu dem Zeitpunkt schon weg. Da sind die einfach in so Türme auf einen zugefahren und irgendeiner hat einen Wagen geschoben und ich musste da mit dem Ignifer, mit der Schleuder immer in diese sich bildenden Türme. Der Bosskampf, darüber rede ich nicht. Oh, mehr von ihnen. Das Gebäude links sieht sicherer aus. Also der Bosskampf war nix. Hallo, Ryzen. Ich muss ja jetzt, ne? Das Loot, ich meine. Wir haben den restlichen Steg zerstört. Hoffentlich kommen wir da lang. Kann ich hier lang? Ich finde es hier irgendwie... Oh, da sind die Ratten da auch... Ihr kommt hoch, gut. Ich finde hier schöner, da sind keine Ratten. Oh, so. Der Rettnado, ja. Wieso ist hier keine Ratte? Das gehen wir nicht. Hier durch. Let's go! Ich finde mal, es sieht so aus, als ob Lucas gar nicht mitkommen würde. Ich spähe den erstmal aus. Ekelhaft. Dieser Geruch. Teer verursacht Kopfweh. Ich höre keine Ratten. Nein, aber sie waren hier. Sieh mal. Von innen abgeschlossen. Was soll ich gucken? Was soll ich denn gucken? Sieh mal was? Ach, die Leiche. Ja, das ist okay. Passiert. Gott, was ist denn das?
Eine Teerwerkstatt. Hier werden wohl Bootsrümpfe versiegelt. Die Mechanismen sind noch intakt. Hier riecht es anders. Harz, das ist ein Mischbecken. Das Fass dort oben muss der Verdünner sein. Wir sollten weiter. Oh nein! Bleib zurück! Sie folgen uns! Keine Panik! Wir haben Harz. Mit dem Verdünner dort oben wird daraus Teer. Ein Teerbecken. Das könnte uns den Weg zur Tür ebnen. Das Fass ist aber ziemlich weit oben. Vielleicht kommen wir irgendwie dran. Mal sehen. Diese Seile bewegen die Plattform. Zum Bedienen muss man die Leiter hinter dem Gitter hochklettern. Wir müssen darüber. Aber das war doch abgesperrt. Es war doch abgesperrt, oder nicht? Ach so. Aha. Warte mal, ich muss die Schleuder nehmen. Gut gesehen. Wir fabrizieren also Teer. Ich weiß, aber es sollte nicht lange dauern. Dann lass uns loslegen. So. Gut. Soll ich die Becken übernehmen? Was meinst du? Ja, geh die Leiter hoch. Ich bewege die Plattform. Schon dabei. Ja, Kurbel bis zum Ende. Überlass Kurbel, das mir. So wie ich noch nie gekurbelt habe. Gut. Warte auf mein Zeichen. Geht klar. Bin bereit. Ich konnte nicht aufhören. Ich lasse los. Festhalten. Ich habe wie früher aufgehört. Komm zu den Becken zurück. Ich dusche nicht. Resi wäre stolz auf dich. Danke. Der Verdünner. Na klar. Alkohol, natürlich. Bereit? Ja, Lukas, lass uns mal Teer machen. Rein damit. Kennst du die richtige Menge? Nein, ich improvisiere. Bring uns bloß nicht um. Fertig. Du kannst es anzünden. Alles klar. Mal sehen, was der Teer taugt. Ha, es funktioniert. Ja. Yay. Ja, da fehlt ein Stück. Was nun? Ich stecke fest. Warte, ich glaube, sie haben hier mit ein paar Zutaten experimentiert. Boah, die Kiste da oben? Ja, könnte klappen. Ich werf sie dir rüber. Diese Viecher sind ziemlich nah. Die Kiste, ich will die Kiste. Hier, sag, wenn du bereit zum Fangen bist. Los! Du hast jetzt Harz und Alkohol. Misch sie. Fertig. Perfekt. Wirf einen Topf mit Teer zwischen die beiden großen Becken. Also dann? Hier? Es muss klappen. Mal sehen, was der Teer taugt. Ich bin überfordert. Hört auf damit. Perfekt. Ja, das letzte Becken hier ist voll mit Teer. Komme. Überfordert mich doch nicht so. Du hast mich gerettet. Ja, ja, aber jetzt zeig... Das war der Teer. Das Zeug wirkt Wunder. Wie auch immer, ich danke dir. Das brauchst du nicht. Hau ab, ich will den Loot haben. Die Kiste war Gold. Hallo, McDouble D. Ich brauch den Loot. Also, da gibt's gar keine Frage. Schön. Mal sehen, was drin ist. Ja. 5 Stücke. Schwefel. Harz. Werkzeug. 5 Stücke. Man muss hier öfter basteln. Nicht wirklich, aber mehr. Also verschiedene Sachen. Du musstest die ganze Zeit irgendwie vor oder das Ausmachding machen beim Teil 1. Aber hier hast du halt schon viel mehr Sachen am Anfang. Vielleicht kommt dir das deswegen so vor. Weil man es halt irgendwann einfach gar nicht mehr mitkriegt, weil man hat keine Munition mehr und dann macht man halt neue. So. Okay. Schön.
Ist unser Boot da vorn? Seid ihr da nicht zu sicher? Hör zu, Amicia. Wegen Hugo. Ich war zwischen Magister Vaudin und deiner Mutter hin und her gerissen und... Ach, ich lag falsch. Ich war nicht bereit. Ich darf ihn nicht verlieren. Wir schaffen das schon. Ja. Ja. Hier, Amicia, ich werf dir ein Studium zu. Ja. Ja, so ein bisschen kommt's rüber. Aber Lucas ist auch mehr Teil als davor. Aber das wird sich, glaube ich, auch noch ändern. Ich hoffe so, wir kriegen wieder einen Roderick oder einen Arthur. Die vermisse ich ein bisschen. Oh, die Musik ist so schön. Chat, ihr erinnert mich dran, dass wir dann irgendwann aufhören müssen wegen der PK, die um 23 Uhr ist, ne? Nur, falls ich es nicht irgendwie mitkrieg. Hier ist Blut. Okay, ich dachte, ich habe einen Bubbel gesehen. Oh, da. Ich habe doch einen Bubbel gesehen. Wusste ich doch. 5 Stücke. Ha. 103 Minuten noch. Ja. Danke, Lurker. Ich habe den Stream auf dem zweiten Monitor. Sehr schön, danke. Okay, da geht's weiter. Was ist hier? Gar nichts. Okay. Hier durch. Ich hätte einfach stehen bleiben sollen und gucken, wie lange Lucas das aushält, das zu halten. So. Chat, welchen Charakter mögt ihr und welche Charaktere mögt ihr, welche Charaktere mögt ihr nicht? Sagt mal. Amicia und Lucas. Okay, du magst tatsächlich Lucas, okay? Amicia ist toll. Ich habe irgendwie so das Gefühl, momentan ist der einzige... Da hinten. Josephs Boot. Wir sind fast da. Jetzt unterbrich mich nicht dauernd. Gehen wir. Der einzige... Ja, Lucas ist so... Der ist so schluff. Also, so, der ist nicht da. Wisst ihr, was ich meine? Der ist nicht schlecht oder so. Also, aber... Ja, Teil 1 war schlimm. Das stimmt. Aber er sieht halt jetzt ganz anders aus. Das ist nicht mehr der gleiche Lucas. Alle sagen das. Irgendwie sind alle Charaktere so... Meh. Außer Amicia. Oh, sie sind hier. Da unten sind Unmengen von ihnen. Warte, sieh mal. Ja, da gleich. Da unten gibt es Harz und da drüben ist ein Fass mit Verdünner. Oh, hör auf mit deinem Kack. Sie haben hier mehr Teer hergestellt. Ebnen wir uns damit den Weg zum Boot. Ja. Teer, ich komme. Was für ein Tag. Eine Aufgabe für dich, Lucas. Na gut. Kein King-Shaming, aber was ist mit dem? Das ist doch kein richtiger Charakter da. Naja, die Mutter war in Teil 1 auch definitiv sympathischer. Was hat er jetzt gemacht? Ich habe gerade nicht gerafft, was er gemacht hat. Lucas, was hast du gemacht? Ich habe was gehört, aber... Warte, ich muss kurz looten. Halt nur fest, ne? Ach, da. Nee, hä? Lass mal los. Ich muss das generell einfach erstmal anzünden. Nee. Hä, was machst du? Okay, hör auf. Du kannst aufhören. Geht klar. Hey, ich glaub, so weit. Wer seid ihr? Wir wollen nur rüber. Tja, geht leider nicht. Ich stecke hier schon ewig mit diesen Ratten fest. Ist der nett? Ich muss hier raus. Wir haben einen Plan. Habt ihr Zugriff auf den Übergang? Ja, aber ich brauche eure Hilfe. Die Brücke wurde hochgezogen. Ich kümmere mich drum. Hä? Woher kam das jetzt so plötzlich? Kooperiere mit dem Soldaten, natürlich. Gar kein Thema. Wie denn? Wow, oh Gott, ich dachte, ich kann runterfallen. Oh mein Gott, ich dachte, ich bin tot. Sehr seicht, Charakter in Teil 1 war sie in den ersten 5 Minuten. Ja, aber danach war sie cool. Hallo, was soll ich machen? Weil irgendwie, es brennt nicht. Normalerweise ist es gelb. Ich schmeiß einfach mal eins rein. Okay, gut. Ich kann das nicht machen.
Ich verstehe gerade nicht, was ich machen soll. Da, ich kann... Ach, ich weiß... Oh Gott, ich weiß... Oh Gott. Entschuldigung. Das war mir zu einfach. Verdammt! Hätte ich nicht erwartet. Wartet kurz! Zieh mal den Helm aus. Er wirkt vernünftig. Ja, warte ab. Er hat Angst. Umso besser. Hier ist euer Verdünner. Danke. Er scheint nichts von unserer Flucht zu wissen. Oder er hat es einfach noch nicht bemerkt. Hä? Auf ein neues. Sie mögen kein Feuer, stimmt's? Stimmt. Gut. Und wie zündet ihr das an? Ich kann zaubern. Wir haben Mittel. Ich sehe hier keine Fackeln. Habt Geduld. Hä? Gut. Das war nicht übel. Hey! Was hast du da für brennendes Zeug reingeworfen? Lukas, du bist dran. Ja, sofort. Ich kann zaubern. Wo geht ihr überhaupt hin? Wir fliehen von hier. Ihr wisst schon, dass eine Ausgangssperre herrscht? Ja, und dass die Leute so oder so sterben. Also versuchen wir unser Glück. Verstehe. Ich muss da drauf sein. Warte, warum habe ich es angezündet? Hey, du verpasst das Becken. Mach langsamer. Das war zu weit. Ein Stück zurück. Warte mal. Hey, lass gut sein. Ich muss aber da drauf. Sofort. Entschuldigung. Klasse. Warum genau habe ich richtig. Das angezündet? Wofür? Also. So, jetzt darfst du. Dein Einsatz, Lukas. Geht klar. Markus, bist du klar? Kann ich ihn wahrscheinlich holen. Okay. Erledigt. Gib dir eine Backseat-Card im anderen Tipp. Wird gemacht. Ja, jetzt sag mal, wenn du nicht selbst zaubern kannst, halt die Klappe, ja? Na bitte. Ein Boot versperrt noch den Weg. Das musst du hochziehen. Er ist fast so schlimm wie Meli aus dem ersten Teil. Wirklich, er ist fast so schlimm wie Meli. Für dich, Lukas. Sofort. Bestimmt ihr Vater? Maybe. Gute Arbeit. Für Zivilisten seid ihr überraschend effizient. Wir sind öfter auf uns allein gestellt. Ich kann hier aufhören. Fast geschafft. Jetzt noch das letzte Becken füllen. Lass es. Na gut. Lass es. Hallo, Missy. Du überraschend unfähig für einen Soldaten. Und fertig. Zünd es an, Amicia. Nee, ich wollte da jetzt reinspucken. Wirklich? Okay. John, bist du es? Lukas, du kannst jetzt kommen. Der Weg ist frei. Alles klar. Rädchen, lasst mich mal looten, ja? Ich bin kein Happer-Happer, danke. Ach, ich muss ihm das Boot auf... Oh Gott. Der Weg ist nicht so wirklich frei, oder? Also... Amicia, ich steck fest! Ja, ist mir aufgefallen. Oh nein, das Licht reicht nicht weit genug. Es muss einen Weg geben. Stupefazio. Ja. Wirf den Teer einfach direkt ins Feuer. Das verstärkt für eine Weile die Flammen. Das nun... Ja, das sollte reichen. In Ordnung, dann mal los. Wieso immer ich?
kannst jetzt nur auch mal Kopf. Ja. Oh, meine Augen! Meine Augen! Los jetzt! Der Teer wird nicht ewig brennen! Hat perfekt geklappt! Danke! Und Lukas, das war ziemlich clever! Wir haben zwar keinen Schimmer von Lukas? Alchemie, aber mit Teer kennen wir uns aus. Wir haben die Krüge bemerkt. Wozu sind die gut? Das ist vertraulich. Na gut. Geschafft! Ja, geschafft! Klasse! Unfassbar! Ihr habt's geschafft! Unfucking fassbar! Hey, kannst du dein Zeug benutzen? Ich steck fest! Ja, ich versuch's. Habe ich noch einen Kuchen? Ich habe keinen Kuchen mehr. Okay, wir brauchen ihn. Schade. Also nicht, dass ich ihn so... Aber warte, ich könnte noch mal Teer hier reinschmeißen. Das müsste reichen, oder? Wir brauchen den nicht mehr. Bist du bereit, Hallo zu sagen? Wir müssen aufpassen. Wer weiß, was er in der Stadt mit uns gemacht hätte. Befehle befolgen? Ja, wie auch immer die aussehen. Ha! Das habt ihr gut gemacht! Geschafft! Ich bin froh, dass ihr heute das Gesetz gebrochen habt. Wir sollten gehen, oder? Ja, wir haben es eilig. Sicher. Ich begleite euch nach Hause. Eigentlich müssen wir dort weiter. Das geht nicht. Ihr geht nach Hause. Ach, komm! Bitte, wir haben unseren Teil getan. Du hast ihm keine echte Chance gegeben. Sie haben genug Schaden angerichtet. Na los, das Boot ist gleich da hinten. Ja. Jetzt kommen wir wenigstens durch. Okay, ich sollte nicht zu nah ran. Scheiß auf Blut. Ich weiß, dass ich das gesagt habe. Das ist schlimm, aber... Ist da oben Blut? Also... Ich will Badass Amicia sehen, ich bin ehrlich. Also, falls man das Ende irgendwie ändern kann, also, wir spielen es einfach dann nach ein paar Monaten nochmal oder so. Aber ich finde Badass Amicia einfach unterhaltsamer. Dies Jahr. Deswegen, also... Man muss nicht immer ein gutes Ende in Spielen haben. Den Weg der Killerin. Ja, und ich find's geil. Normalerweise spiele ich immer die Nette. Ich helfe immer jedem, aber hier irgendwie... Ich find die alle scheiße. Ihr müsst mal überlegen, was die mit den anderen Menschen anstellen. Also... Gott. Ich rette Menschen, indem ich die töte. Diese Leute. Ich vertraue niemandem mehr. Richtig. Ja. Ich spiele doch die Kokette. Oh, das wäre auch okay. Wie viele Werkzeuge habe ich? Ich brauche zwei. Mal sehen, was sich machen lässt. Ich habe drei. Ich will auf jeden Fall das da machen. Ach so, ich habe nur eins. Ach so, ich bräuchte drei. Was kann denn nicht, Leute? Durch eine Verlängerung der Schnur verursachen geschossene Steine mehr Schaden und betäuben den Gegner länger. Oh, das ist ganz geil. Aber... Also ich möchte erst Werkzeuge hochkriegen, weil wir dann keine Werkzeuge mehr brauchen. Ihr versteht schon. Das heißt, ich brauche noch ein Werkzeug. Ich mache jetzt gar nichts. Sehen wir uns das Boot an.